Eieieiei, jetzt übernimmt die KI schon den CEO-Posten in deinem Unternehmen, schreibt zumindest der Standard in einem Bericht über ein chinesisches Unternehmen, das Milliardenumsätze schreibt. Ein KI-Roboter als CEO. Und das wirft natürlich die Frage auf, werde ich komplett überflüssig durch die KI, weil die KI das sowieso viel besser machen kann und ein Unternehmen dann Gewinne machen kann mit einem CEO-Roboter? Naja, wenn es schon keine CEOs mehr braucht und keine Geschäftsführer mehr braucht, weil die KI das viel besser macht, die Geschäfte führt, dann könnten wir uns natürlich hinlegen und sagen, wir arbeiten überhaupt nichts mehr. Könnte cool sein. Wir gehen nur noch wandern oder in den Urlaub und lesen das Urlaubsgespenst oder was auch immer und wissen vielleicht gar nichts mehr mit unserer Zeit anzufangen. Schöne neue Welt. Wirft die Frage auf, sollst du darüber nachdenken, wie du vielleicht verhindern kannst, dass die KI dich ersetzt? Oder solltest du vielleicht lieber darüber nachdenken, was du tun kannst, um deine Strahlkraft noch stärker nach draußen zu bringen und die KI vielleicht zu fragen, wie sie dich dabei unterstützen kann? Das könnte eine spannende Frage sein. Du bist ja längst ein charismatischer Kontaktbeschleuniger, wenn du es dir erlaubst. Wenn du es dir nicht erlaubst, könnten wir darüber sprechen. Wir könnten aber auch darüber sprechen, wenn du es schon bist, wie wir vielleicht KI nutzen und Automatisierung nutzen und dich als Klon nutzen, damit du als Avatar, als virtueller, KI-gesteuerter, künstlicher Roboter vielleicht viel mehr Menschen erreichst oder auch nicht. Jedenfalls mit Charisma. Spannend? Dann sprechen wir über Kontaktbeschleuniger.